weiteren Folge hier im Marsch. Wir werden ein paar Kälber rüberfahren zum anderen Stall. Hier wird eine Ladung, glaube ich, noch. Ne? Und dann den Rest machen wir später mal. Aber wir ein paar Tiere kriegen, wir haben ein paar schon bekommen. Da haben wir ja 200 Muttertiere und die anderen werden hier nach und nach umquartiert. Und zwar alle. Erst wollte ich nur die männlichen Tiere nehmen, aber da haben wir entschieden, macht doch alles, weil wir hatten nur einen und der hat sich einsam gefühlt. Wenn später mal ein separat was machen, ne? Wenn wir hier auf 1 gehen, weil die Tiere müssen ja erstmal Futter kriegen und Wasser. Wasser war zwar ein bisschen drin, aber ne, das ist ja hier so. Wenn du einmal verrissen hast den Lenker, dann ist vorbei. Aber gut, kriegen wir so hin, ne? Oh, der Frost war vorbei. So, 1. Der Rest ist groß. Ganz im Fluss sind wieder welche dabei. Weiblich, 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 ja. Die alte Kuh wollte ich nicht haben. Vor sich ausgedrückt. Ich wollte nur die Kälber haben. Die haben einen Wert von 1850 und die haben von... Ja. Ich fände gerade die eigene Kuh Elsa. Kuh Elsa ist gestorben. Kalifornien. Das Dach war zu schwer. Ja. Ja, so, dann haben wir hier drinne, keine Ahnung. Alles. So, das stellen wir jetzt mal hier so hin. Weil wir jetzt nicht gleich den Stroh und Wasser. Hier mal hinfahren, hinlaufen und hinfahren, ne? Geben wir gleich Stroh. Also Tiere, die echt hungrig sind, die fressen auch Stroh. Ich meine, das ist keine Energie drin, in Anführungszeichen, aber wenn man theoretisch auf dem Feld zum Beispiel nicht zu viel Gift einsetzt, wächst auch ein bisschen Gras und Unkraut im Acker mit. Ein bisschen. Und das macht das Heu, das Stroh ein bisschen. Naja, nicht gerade nach, aber nicht gerade. Schlecht. Ne? Für Stroh ist gut. Dann ist ja alles ein bisschen, ne? Was Sinn macht. So, jetzt fahren wir gleich mal zum mal was holen. Mischfutter. Den Rest haben wir wieder zurück. Dann machen wir gleich die Schweine auch mal Stroh. Dann kann das hier aller Ruhe wieder produziert werden. Den Rest hauen wir ins Lager rein zur Not und dann werden wir sehen, holen ein bisschen Stroh aus dem Lager und geben das den Kühen den Rest und den allerrest nachher den Schweinen, ne? So. Alle Kühe werden eh nicht dargestellt, nur die Menge, ne? Sonst wäre das performance-technisch schlecht. Milch können wir auch noch verkaufen. Also wir können heute noch ein bisschen Geld verdienen. So, gibt
Happy. Gut, Kälber würden das jetzt nicht fressen unbedingt, ne? Also da müsste man anders Futter geben. Rein theoretisch. Ja. Heute sozusagen. Hat der Eier? Sah so aus vom Weiten, ne? Den Nanu haben wir doch einen Bullen. Einen haben wir, aber gut. Na, einsam. Das wäre so einer. Das hätte ich mir nicht antun können. Ich meine, ist ja dicht dabei, die andere Herde, ne? Aber trotzdem, so ein Tier ist ja ein Herdentier und alleine soll so ein Tier nicht sein. Also, das ist Quälerei. Wenn es mal nicht anders geht, ja, okay, ist es so, ne? Aber gut, meistens ist es doch besser, wenn sie zusammen sind. Ist ja ein Beutetier, das fühlt sich an der Gruppe ja sicherer, ne? Hat weniger Stress. So, Stroh, den Rest und den Rest bei den Stroh bei den Schweinen. Und dann kann er stehen bleiben. So. Wir haben schon ein bisschen Mischration im Lager, das ist gut. Und kann der anderen trotzdem produzieren, ne? Und scheiß Temperatur. Na ja, gut, das kann auch daran hängen, dass wir mehr andere Leistung fahren. Ne? Irgendwie ist es komisch. Aber gut, das muss ja gehen. Mit der Abkönnen. Ne? Ich habe ja schon mal ein bisschen abgepustet, den Staub dran war. Staub war es ja nie. Beinahe im ersten eingefahren, aber das wäre nicht so tragisch und durchgefahren. Ne? So. Gut, voll. Müssen wir bei Gelegenheit sehen, dass wir hier auch einen Förderband bekommen. Ja, dann müssen wir nur sehen, dass wir ein Fahrzeug uns besorgen, ne? Ich habe ja vor, ein anderes Fahrzeug zu kaufen. Ich habe mir da mal... Da ist es nicht dabei. Hm, wo ist es denn? Ist es auch nicht. Ja, wo könnte das denn sein? Das ist ein LKW mit... Kipper hinten dran. Gewichte diverses vielleicht. Hier, Schneefräse. Haben wir nicht gebraucht. Hier, das ist die Fräse normalerweise für auch für Silage. Geht alles rein. Das ist für. Ach, für Säcke, für... Was wir nicht alles haben, ne? So. Ja, wo finden wir sowas? Ich hab doch garantiert irgendwo mal... Ja, das ist auch nicht. Der LKW an sich, doch einer war hier, der war da. Und den mache ich nicht. Und der ist ja relativ klein. Kann nicht groß sein, ne? Muss ich mal in aller Ruhe nehmen, mal schauen. So, die fahren wir noch hin zu den Kühen, zu den Schweinen. Also Mist haben wir genug, wenn wir sehen, was los wäre, ne? Dann kann man die Sachen um Hof mit dem LKW fahren, das ist besser. So. Oh, gib Stroh! Thank you.
Gut. Nachdenken. Stehen lassen. So. Kurz mal den Mist leer machen. Denn so eine Fahrten macht ja mit dem LKW besser, ne? Das geht ja besser. Ja, da wird schwach, den müssen wir schon düngen nehmen. Das war ja so eine Marke hier für Düngen. Haben wir jetzt Soundprobleme vom Spiel her? Oder mit Absicht? Gleich gucken, ob wir alles drin haben. Die Krähe läuft runter wie eine Ameise. Mist haben wir jetzt. Oh, wir können noch Gülle fahren, ne? So, also Gärreste natürlich, ne? Gülle und schön BGH fahren, ne? Auch wenn sie auch nicht viel zahlen, ne? So ein geizige Bursche, ne? So. Zurück. Zu unseren Kühen. Ich muss mal schauen, was für unser LKW ist für Allgemeintransporter. Dann werden wir gleich mal losdüsen und dann schauen, was wir denn für so ein Fleisch kriegen. So. Mal gucken. Riesiger Berg, ne? Gut, lass laufen. Gut, LKW nehmen und dann. Na. Vor allem reicht das Gras auch verlängern für alle, ne? Wollen wir gleich mal gucken im Stall, ob alles passt. Zweiten Stall. 34. Was fehlt denn jetzt da? Hat Gras und. Heu. Ja, das kommt ja bald, ne? Nur ein Tier männlich. Das ist ein komisch männliches Tier. So. Die haben auch schon wieder so 27, ne? 27. Habe ich ein totes Tier oder haben sie eins mit dazu genommen? Ach, da. Nee, da nicht. Da. Das ist schlecht. Weißt du warum? Wisst ihr warum? Na, weil ja im Prinzip die Milch denn da hingeht. So, mal gucken, da sind die schwere Kuh. Da. Das war die teure Kuh. Denn das geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich habe da 200 Kühe gehabt. Wieso jetzt wieder 99? Die Meldung von Tod kam nicht. Weil das ist nicht außergewöhnlich, wenn eine Kuh bei der Geburt stirbt. Ne? Das kann passieren. Wenn man da nicht aufpasst, ist das so. So, jetzt können wir den wieder zum zurückfahren und schnappen wir uns den Transporter für rum und 10 Paletten, Leerpaletten und 10 Verpackungspaletten. Und dann fahren wir dann zum Schlachthof. So, packen wir hier ein. Und zwar in der letzten Reihe. Und
Gärreste machen wir ein andermal, ne? So. Noch sowas da. So. Auf zum Sägewerk. Der Palettenruhe. 10 Stück. Und 10 Verpackungen. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage auch schon Dank fürs Reinschauen. Habt ihr Fragen, Anregungen, Tipps? Immer rein in den Kommentaren. Ja, und ansonsten gerne schauen. Bis zum Ende. Unser Holz ist weg. Naja, gut, Holz ist weg. Aber es verarbeitet, ist Paletten, ne? So, ja, dann immer schön reinfahren, schreiben, ne? Wenn ihr was habt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen und Tipps, ne? Auch schönes Holz, ne? Ne? Dusty? Holz. So, wo wollte ich mal? Oh, das sind 4. Also noch weitere 5, 6. Habe ich vorher gezählt, glaube ich. Wir müssen nur in die Nähe kommen. Aufladen. Immer diese komischen. 1, 2, 3, 4, 8, 2 noch. Dann brauche ich gerade genau 10. Du lasst ihn, ne? Schönen Gruß, ne? Sei gegrüßt. Denn schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Bis dann, ne? Ciao.